Das ist BioFuel Ready to Go, unser Experimentiersystem über die Herstellung und Nutzung von Biokraftstoffen wie Biodiesel und Bioethanol. Biokraftstoffe sind bereits heute eine bedeutende Alternative zu den endlichen fossilen Kraftstoffen und werden in Zukunft immer mehr werden. Die Komponenten sind in dem Koffer transportsicher und übersichtlich gelagert. In einem Versuch wollen wir Ihnen nun die Herstellung von Ethanol aus Biomasse mittels Gärung und Destillation vorführen. Hierfür benötigen wir zunächst den Erlenmeyer-Kolben. Hefe, das Becherglas, den Messzylinder, den Gummistopfen, und den Gärspund. Für die Destillation benötigen wir ferner das Stativmaterial, den Bunsenbrenner und den Kühler. Nun haben wir alles für den Aufbau des Versuchs zur alkoholischen Gärung vorbereitet. Das Becherglas haben wir mit 250 ml Wasser gefüllt und zudem mehrere Stücke Würfelzucker bereitgelegt. Zuerst muss man in den Erlenmeyer-Kolben die Hefe, den Zucker und das Wasser geben. Der Zucker wird so in dem Wasser aufgelöst und kann von der Hefe zersetzt werden. Anschließend wird der Kolben mit dem Stopfen und dem Gärspund verschlossen. Der Gärspund wird dann noch mit dem Wasser aufgefüllt, damit keine Luft mehr in den Kolben eindringen kann. Nach 5 Tagen sollte die Gärung bei einer Idealtemperatur von 27 Grad Celsius beendet sein. Dies ist daran zu erkennen, dass die Hefe auf den Boden sinkt und nur noch wenige Kohlenstoffdioxidblasen aufsteigen und das Gefäß verlassen. Der erste Teilversuch ist damit beendet und wir können mit der Destillation beginnen. Hierfür haben wir für den Aufbau wieder alles bereitgelegt. Zu Beginn benötigen wir das Stativmaterial und den Destillieraufsatz. Zunächst befestigen wir die Stativstange auf der Stativplatte. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Gewinde vollständig in der Platte verschwindet. Anschließend werden die zwei Kreuzmuffen an der Stativstange festgeschraubt. Für ein einfaches Montieren sollte sie von oben auf die Stativstange geschoben werden. Eine der Kreuzmuffen soll den Erlenmeyer-Kolben mit der Maiche tragen. Hierzu befestigen wir eine Universalstativklemme am Hals des Kolben. Diese wird dann nah an einer Kreuzmuffe fest fixiert. An der zweiten Muffe soll der Kühler fest fixiert werden. Hierzu legen wir die Kette der Kettenklemme um den Kühler und schrauben die Kette fest. Anschließend wird der Kühler ebenfalls nah an der Muffe festgeschraubt. Während der Destillation muss die Temperatur des Aufbaus überwacht werden, damit das Experiment bei ca. 90 Grad beendet werden kann. Hierzu stecken wir ein Laborthermometer in den Destillieraufsatz, bis die Spitze die Abzweigung erreicht. An dieser Stelle wird später das gasförmige Ethanol zum Kühler umgelenkt. Der Aufsatz wird dann mit dem Thermometer auf dem Erlenmeyer-Kolben befestigt und am anderen Ende mit dem oberen Abgang des Kühlers zusammengesteckt. Hierbei ist Vorsicht geboten, da das Glas splittern kann. Der Aufbau ist nun fast fertig. Wir schieben nun noch den Bunsenbrenner unter den Erlenmeyer-Kolben, um die Maiche zu erhitzen, und den Messzylinder unter den Kühler, um das Ethanol aufzufangen. Des Weiteren füllen wir den Kühler mit kaltem Wasser.
Die Durchführung kann jetzt starten und wir können den Bunsenbrenner entzünden. Nach kurzer Zeit fängt die Maische an zu köcheln und das Gas steigt auf. Dies erkennt man an der Kondensflüssigkeit am Destillieraufsatz und dass sich am unteren Ende des Kühlers Tropfen bilden. Sie sammeln sich im Messzylinder. Eine Zeitrafferaufnahme zeigt, dass sich der Zylinder gleichmäßig füllt. Neben dem im Experiment verwendeten Komponenten finden sich noch weitere Experimentiergeräte im Koffer. So gibt es zwei Messgeräte für die Aufnahme von Spannung, Stromstärke, Kennlinien. Die zugehörigen Kabel sind ebenfalls vorhanden. Für weitere chemische Experimente gibt es noch drei Pasteurpipetten, drei Reagenzgläser, eine Spritze und einen Lamellenstopfen. Ebenso gibt es noch einen Dichtemesspindel und einen Alkoholmeter für Messungen. Für die Aufnahme der Kennlinien steht ein Potentiometer zur Verfügung. Mit der Ethanol-Brennstoffzelle kann elektrischer Strom erzeugt werden. Zum Einfüllen des Ethanols liegt eine Spritze mit Schläuchen bereit. Als Verbraucher des elektrischen Stroms steht das Motormodul zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Experimentieren.